Oi, da ist ja ganz schön was passiert hier schon. Herzlich willkommen zu die Festungsiben, Teil 1 von Maxi und Eisenfresser und ich sind in der 100. Folge von unserem Koop-Projekt. Yay! Ja, geil. Das ist ja schon richtig krass vorangeschritten, muss ich Einer sagen. eurer Verbündeten Ja, schickt ist schon einiges unabhängig, passiert. trotz diverser Verschiebungen, Ausfälle, die manchmal stattfinden mussten, weil Terminfindung immer eine Bitch ist. Oh ja, das sowieso. Terminfindung ist immer Ich böse. zeige euch den Weg. Und Zauberer. was jetzt richtig cool ist, wenn ich jetzt hier mal den Lilanen richtig Feuer unterm Hintern mache. So, jetzt Hey kommen hier ein Drake, geh paar mal bis nach Kanonen. vorne, kratzt Eric vom Boden. Mehr Siedler können nicht aus dem Dorf. Mann, Jo, warum da. geht auf nicht auf die Das Obelisken ist keine schießen? Schieß Stadt auf mehr. Drake, hab ich ja vorgeschickt. Oh, das Bis in den auch. Nicht auf Drake. Kein So, Problem. kriegen wir das Stadtzentrum, das Dorfzentrum da. Ich glaube, da haben sich echt einige Leute einfach so zurückgezogen. Ich könnte schwören, ich So, habe wieso schießt gerade du nicht auf die Eric Reiter? gesehen. Wieso schießen die Komm alle auf die vorbei. Feindschmiede? Was ist da los? Na ja, gut. Die scheint wohl interessanter zu sein als alles andere. Das klingt Dafür sind wir vernünftig. genau die Ich Richtigen. weiß nicht, ob das Vernunft ist. Es ist wahrscheinlich einfach Dusseligkeit von Attacke! Leuten. So, Kanonen, auf geht's. Aber dass die Reiter hier einfach so durchrennen dürfen. Die werden überhaupt nicht Ja. attackiert von meinen Schützen. Ich Das tue interessiert mein die gar nicht. Bestes. Lustigerweise kommen sie dir jetzt entgegen aus irgendwelchen Gründen. Wer? Wo? Achso, du meinst die lila Reiter? Ja, die kommen hier irgendwie schon die ganze Zeit. Die haben sich wirklich für nichts interessiert. Also, die waren Aber wirklich ja. sehr Kanone, hör das doch entspannt. nicht zu enttäuschen. Schieß in die Obelisken-Schützen rein, du nutzlose Metallröhre. Erik und Vark haben ja Ich auch wieder tue mein Spaß. Bestes. So. Ja, Leute, schießt doch einfach mal auf die Reiter. Die König, reiten hier Meister. durch und kriegen echt. So, fertig. Sehr gut. Ja. Das finde ich eine dolle Sache. Dann können wir jetzt nämlich richtig eskalieren. So, oh, jetzt habe ich ein paar Scharfschützen gemacht, ein paar leichte. Brauchten wir gar nicht. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Okay, kriegen wir Bitte hin. steht Ein bisschen uns zu nachfüllen. Tod. So, also Maxi hat Pumpen. irgendwas hier eingestellt, dass ständig der Winter kommt. Mit Vergnügen. Finde ich ja schon unverschämt. Macht sie Okay, diese nieder. Gießerei da oben Der ist eine Part Frechheit. der Abrechnung. Die hier Stoff oben. und Sold werden gezahlt. Wieso? Sieh die Masse an Kanonen, die da raus. Okay, die sind alle tot. Inzwischen Okay, sind aber. alle tot. Aber ja, krass, das spawnen richtig welche, ne? Ich glaube, die sind nicht mal gespawnt. Die wurden einfach gegossen ohne Ende. Die gießen Der pausenlos da. Winter kommt. Die Dreckigen. Permanent. Sieht durch So, ein Fernglas. Kundschafter, du darfst hier jetzt gucken, was die Aufbau Kanonentürme da fort. oben sagen. Ja. Sieht Es sehr wird interessant schöner aus. werden, Mann. Dicken Mäntel können So, nicht jetzt müssen wir mal mit bestehen. unseren Kanonen da ein wenig. Feldzug! Angriff! Gräfenkundschafter! Euch doch immer. Ja, klar. Sieht durch mein Wir gucken Fernglas. erstmal lieber hier Sieht durch rum mein und ihr lauft Fernglas. bitte nicht zu weit da Führung an rein. Ich habe Gott, mindestens 200 Leute schon wieder Verbündeten. verloren. Oh Gott. Nö. Halt, stehen Gerudert. bleiben. Kurz einmal kurz zurückfallen lassen und ein paar Türme. Macht sie nieder. Ein bisschen Deckung sammeln. Okay, Vark rennt hier so ein Lauf auf. bisschen panisch im Ich Kreis. tue mein Ihr Bestes. bleibt bitte Wir auch hier bleiben stehen. hier. Ich habe ich Reiter stehen. Hallo Gruppe 1. Greift sie. Auf mit Ich tue euch. mein Auf Bestes. mit euch, Ihr wart genau, kümmert euch. sicher. So. Nur Mut. Ihr geht da Kapitaliere drauf. jetzt. Sie Fällt gerade auf. Oh Gott, Leute, lauft doch nicht alle in den Tod. Was Ja, macht ihr denn da? sicher. Oh Gott, sind die So schon soll wieder es dumm sein. und dusselig, ey. Schon wieder zu blöd. Mein Leib ist da drauf. Aber gern. So, was macht ihr denn hier den lieben langen Tag? Macht sie Was nieder. Orden, die wir noch machen die denn? auspumpen können an Bis in Truppen. den Tod. Ich find sehr Abmühlen interessant, nochmal. dass meine Kanonen, Führung also mein dass Bestes. eigentlich alle Truppen von mir hier gerade irgendwie machen, was sie wollen. Jetzt wird mein Führung gebührt Kundschafter auch noch mir. wild. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich Jetzt kitzelt? rennt mein Kundschafter in die Für Kanonentürme und euch will auch noch ein hier. bisschen Ärger machen. Schießt ihr, Leute! Seht durch mein Nein, Fernglas. nicht du, Leibi. Du sollst dich Ja, schießen. Du bis sollst in Turm den bauen. Tod. Wir brauchen Macht Turm. sie kriegen wir das hin, ja. Turmbaumarkt. Turmbaumarkt, Wird genau. das Sehr Fürchten? gut. Zahltag. Auf dem Turmbaumarkt. So, ihr dürft gerne hier auf die Habt ihr Reiter getan, gehen. was ihr wolltet? Ja, und jetzt kommen dann gleich meine Schwertkämpfer hinten drauf. Jawohl. Was Lila Drake ist machen wieder die weiter. denn da? Jedes Die Mal, wenn ich meine, sind. ich hab Lehrt sie das sie, Fürchten? kommt Lila an und will mir erstmal noch ganz kurz dazwischen funken. Ja, und bei Führung mir meine denke ich Bestes. jedes Mal, meine Zahltag. Kanonen kriegen es irgendwie hin, aber nein, dann kommt wieder Führung mein irgendwas Bestes. anderes Ihr und wart die doch fahren hier. alle in den Tod. Nur Mut. Na, sehr Aha. gut. Also typisches Kanonenverhalten, Ja, dieses. Kanonenfutter halt, ne? Wir werden siegen.
Oder Futterkanonen, wie auch immer. So, Leute. Ja, da kaufen wir jetzt mal ein bisschen Lebenszeit. Jetzt geht's aber mal weiter. Jetzt können wir mal ein Stückchen weiter vorangehen hier, oder? Kriegen wir auch hin. Oh, da ist die Motte. Ah, da spawnen die aus der Motte. Deswegen kommen die da raus. Deswegen kommen die hier alle paar Minuten. Oder Sekunden. Gut möglich. Ja, die Motte wird sein. So, Kundschafter geht hier vorne hin. Und guckt da mal hier oben rein. Kommt ihr nicht an die Motte dran? Das geht doch schon. Echt mal. Kommt ihr doch schon 20 Mal dran. Halt, stehen bleiben und schießen. Ja, reicht doch. Echt mal. Die machen die hier Drama draus. Okay, ah, du bist bei Lila auch schon drin. Oh Gott, du bist ja bei allen drin. Lila und Roche liegen direkt beieinander, deswegen musste ich die beiden gerade die ganze Zeit bekämpfen. Ja. Aber jetzt gerade verabschieden die sich. Jo, sind der Ansicht, dass dieser Milch genug ist von der Runde. Da komme ich ein bisschen zu spät, verdammt. Komme ich dann hinterher. Ein Zauberer kommt nie zu spät oder zu früh. Er kommt immer genau dann, wenn er vorgeht. Genau, dann, wenn man ihn braucht. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt genau. habt. Vor allem, wenn er weiß ist. Oder weise. Eins von beiden. Oder beides. Oder grau. Bis in den Tod. Angriff. Ja. Hört auf, eure Kanonen zu gießen. Ihr habt ab jetzt Kanonenverbot. Keine Cannoli für euch. Keine Cannelloni. Keine Cannelloni. Ist verboten. Die Cannelli und Cannoli. Das nennt sich jetzt Prohibition. Genau. Wird alles einfach schön zurückgehalten. Kanonen, hört ihr auf, dumm zu sein? Das ist, frage ich einfach mal so, als euer Freund. Da ist eine Motte. Die wird so... ich krieg die Motten hier. Ha! Die auf zu pumpen, verdammt. Ich komm gleich, ich helfe dir. Ich unterstütze. Komm zur Unterstützung hier. Da haben wir noch ein paar Mauern, die können wir weghauen. Und das Tor, das muss hier weg. Lehrt sie das Fürchten. Ja, sehr schön. Ihr beschießt nicht die Kanzison, beschießt die Reserven, die gerade rauskommen wollen. Und ihr, was meint ihr, was ihr da treibt? Interessant, dass sie da unten noch einen Stall zu haben scheinen. Ja, aber jetzt brechen wir sie. Meine Armee kommt hier reingedrückt. Schießt ihr auf die Garnison zum ersten, macht sie weg. Das ist aber nicht peinlich, dass sie noch existiert. Naja, die andere Garnison ist auch gleich weg. Mit Kanonen tut es weh. Aua, böse, böse. Oh ja, aber Lila und Orange sind schon knackig. Die sind schon ordentlich gewesen, was die hier rausgedrückt haben. Aber jetzt brechen sie. Ja, wenn wir an so vielen Fronten durchkommen, dann... Ich habe das Gefühl, Grün lebt tatsächlich noch, oder? Nee, Grün lebt nicht mehr. Ne? Von Grün lebt gar nichts mehr. Die haben sich nicht gewehrt, seitdem meine Truppen hier eingemarschiert sind. Ja, okay. Deswegen vergesse ich auch durchgehend, dass diese Truppen existieren. Die waren eigentlich auf eine Aufräummission geschickt, um eine weitere Flanke gegen Lila und Orange aufzubauen. Ja, ich muss ja auch noch ein paar Leute hinschicken. Was macht mein Kundschafter? Wieso kämpft mein Kundschafter hier so fröhlich mit? Na gut, soll er machen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Mein Kundschafter hat anscheinend ein bisschen Spaß an seinem Job. Da muss er... Wo ist Yuki eigentlich schon wieder? Ach ja, kratzt ihn bitte. Ah, kommt zurück, Leute. Nicht sterben. Stirb langsam, bitte. Da geht's auf die Kanonen. Ein wunderbares Weihnachtsmotto. Halt. Ja, genau. Oh, da ist eine Kanone zusammengerafft worden. Oh, da unten ist auch noch ein Stadtzentrum. Das kriegen wir auch noch weg. Jetzt kommen da noch ein paar Reiter. Hört ihr auf, da rumzustehen und geschossen zu werden. Ihr, wollt mir mit dem Kanonenturm nach hier hin. Hier, da, die Schießanlage bildet Leute aus. Das wolltest du doch nicht, oder? Ja, okay. Weg sind sie. Oh, da kommen aber noch einige Reiter. Ja, echt. Wo kommen die denn wieder alle her hier? Ist ja Wahnsinn. Auch noch eine Reiterei irgendwo stehen. Wie gut, dass ich noch ein paar Schwertkämpfer habe, die sich dann hier durchtanken können. Leute, was macht ihr da? Hört auf, eure komische Kolonne zu bilden. Nein, Leibis. Reparieren. Ich schieße da mal mit rein. So, wo brauchst du irgendwo gerade ein bisschen Feuerkraft? Ich glaube, das passt nicht. Was machen Truppen für den Unsinn? Hört auf damit! Ah, schon wieder Kanonenturm.
Das sind jetzt gerade mehrere hundert Verluste gewesen, die wahrscheinlich ohne Probleme vollkommen vermeidbar gewesen wären. Ja. Okay, da ein paar Schützen weg. Ah. Ja, da hinten ist so eine Motte. Da, die Motte, die wird wahrscheinlich auch noch was spawnen. Oh ja, jetzt räumen wir aber auf hier. Gott, die ganzen Dorfzentren. Aber eine coole Geschichte hier. Wäre noch lustig, wenn von diesem Gebirgsweg hier hinten irgendwie so ein Geheimgang noch gewesen wäre. Das wäre auch noch lustig gewesen. Ja. So, die sind weg. Turm scheint weg. Ja, den habe ich gerade weggebombt. Der ist weg. So. Woran? Was sind die von hier unten? Hier kamen ja auch noch irgendwelche Reiter an. Die müssen, ja, die müssen dann noch... Ja, ich sehe es. Ich sehe die Reiter stehen. Dann dürfte der Stall nicht weit sein. Na, was? Mir ganz genau umgekehrt. Ich sehe den Stall, also müssen die Reiter in der Nähe sein. Ja, dann müssten die doch hier irgendwo sein. Hier vorne. Kommt. Oh, dass sie nicht aufgedeckt wird. Ah, da ist die Reiterei. Da ist die Reiterei. Und weg damit. Schießt der eigentlich hier, der Reiter? Nö, der schießt nicht. Der guckt sich das einfach nur aus der Ferne an und sagt sich, ja, ich hab hier meine Armbrust und das war's. Ist schon cool so. Ist schon cool so. Passt doch, reicht. Mehr brauche ich nicht. Ergreift sie. Krabums. Und das war's dann. Das Pferd über eine Kanonenkugel gestolpert. Das tut mir ja leid. Weg hier, Leute. Weg hier. Rein haben die sogar hier. Weg hier, Leute. Kriegen schon wieder auf die Nase. Krabums. Mein lieber Gesangsverein, ey, das funktioniert ja schon wieder nicht hier, wenn die so Andale machen. Okay, Wag und mein Kundschafter ist wieder in den Tod gelaufen. Warum auch immer. Mein Kundschafter will einfach... Oh, die haben dann noch eine Reiterei, wie mir scheint. Der Kundschafter hat Spaß daran. Er hatte zwei Reitereien jeweils. Er hatte Spaß, jetzt leider nicht mehr. Ruhe in Frieden. Bis in den Tod. Möge er sich schnell erholen. Ja. Und was? Moment, halt, wie kann das denn sein? Ich habe möglicherweise die beiden Festungen aus dem Augen verloren und meine Truppen haben die kurz mal gemacht. Ah, okay. Der Stadt wird trotzdem noch vernichtet. Ja, genau, hier, da sind noch ein paar Kanonentürme, die müssen noch weg. Und wer stirbt hier sonst noch? Hoffentlich keiner von mir. Und Wag, also Wag ist echt der ist echt ein Barbar. Da kann man nichts mehr zu sagen. Der kämpft sich durch alle durch. Der geht alleine auf die Kanonentürme drauf und macht Randale. Gar keine Gnade. Nee. Und er überlebt einfach auch noch. Er stirbt nicht mal. Ich kann meine Truppen in dem Rahmen nicht auswählen. Purzeln die aus dem Rahmen. Das geht so nicht. Schlimm sowas. Kavum. Löscht die Türme, verdammt. So, Attacke. Attacke, hier ist noch ein Stall. Wieso? Hier ist eine Kanone gestorben. Wieso? Wieso ist hier eine Kanone gestorben? Wer hat die Kanone getötet? Wir werden angegriffen. Wer greift mich denn bitte an? Wo denn? Wo greift mich jemand an? Ach, da sind meine Verstärkungstruppen abgeblieben. Das gibt's ja wohl alles nicht. Oh, ja, kommen hier jetzt echt so ein paar Reiter an. Verstärkungstruppen haben es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Nein, ping. Da unten. Ja, gut, die chillen. Drake gehört da auch noch zu. Mhm. Ja, schön. So, Reiterei ist weg. Sehr gut. Geht einmal ganz kurz mal Yuki vom Boden kratzen, damit ich eigentlich alle Helden noch stehen habe. Jo, die habe ich sogar auch. So, wie sieht es hier aus? Ach, meine Reiterhorde hier, die habe ich ja. Die müssen ja auch nochmal. Ach, Truppen, warum seid ihr so, wie ihr seid? So, Reiter, auf geht's. Next Job da oben hier, grün lebt ja noch. Okay. Bei mir leben keine Rekrutierungsgebäude mehr. Nö, die sind alle weg. Ich glaube, die sind schon alle weg. Schön. So, ich bin da hellgrün nochmal ein bisschen hier Randale machen. Die haben da noch ein paar Kanonentürme stehen. Ja, haben sie jetzt erblickt. Sehr gut. Macht mal alles weg da. Und sterbt nicht schon wieder alle. Ah, da ist noch ein Turm. Mach ihn weg.
Gott, haben die viele Kanonentürme, ey, das ist ja echt Wahnsinn. Und jetzt töten sie die Leibeigenen erstmal, weil das ja viel wichtiger ist, als die Kanonentürme kaputt zu machen. Natürlich. Mhm. Na, ah, jetzt fräsen sie sich durch. Boah, die haben ja aber echt eine komplette Kanonenturmfront. Lehrt sie das Fürchten. Ja, die haben so unglaublich viele Türme. Ja. Hallöchen, Maximal. Schon krass. Willkommen zum großen Finale. Nein, so willkommen zum Sieg über die Mission. Wir räumen gerade noch ein bisschen auf nebenbei. Genau. Nochmal einstampfen, was wir in den Boden stampfen können. Ah, so sieht's aus. Funktioniert. Oh Gott, ey, die haben echt so viele Kanonentürme. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Kriegen wir das noch irgendwie hin? Jetzt haben sie sich aber auch endlich erledigt. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ich glaube, die schaffen's nicht. Ich sehe, was du meinst. Man kann natürlich auch nur sehr schwer kiten, wenn die, wenn man diesen elendigen Siegesbildschirm im Gesicht hat. Ja, ich glaube, ich muss Vark dahin schicken. Der macht das im Alleingang. Der macht, der regelt es einfach so. Ja. Yuki ist tot. Nein, nicht Yuki. Ruhe in Frieden, erhol dich schnell. Na, schick meine Kanonen hinterher. Es ist nicht zu glauben hier. Oh, Kanonen rollt los. Traurig. So, ist hier noch irgendwas lila? Ah, das ist die Mauer, ne? Die Mauer tut uns ja nichts. Überall ja. So verstreut so ein paar Trupps, Oh, hinten gibt's noch ein paar von den Grünen. So, irgendwie ein paar Trupps-Dings. Ja, 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 da sind noch welche. Ja, cool. Die haben wahrscheinlich ihre komische, stinkende Motte. Leute! Ein Held ist in großer Gefahr. Ach komm, Vark macht das doch im Alleingang. Das haben wir vorhin schon gesehen. Der macht hier Randale. So, mit den Wölfen auch noch mit. Ich werd's euch zeigen. Die reparieren ja echt. Guck mal hier runter, die Schützen brauchen wahrscheinlich die Hilfe. Oh, da ist echt die Motte noch. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Bald rauszoomen, damit ich möglichst viele Truppen reinkriegen kann in meinen Rahmen. Ja. Alter, Vark macht echt den Kanonenturm einfach mal kaputt. Der kennt keinen Spaß. So, bitte Kanonentürme plätten. Wer ist noch ein Spaßverderber? Vark? Achso, ja, 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 ja. Genau. Oh, jetzt wird es doch knapp. Jetzt könnte es doch sein, dass er es vielleicht nicht ganz knapp nicht überlebt. Ah, doch, schafft er. Er kriegt dann noch ein bisschen Unterstützung hier. Ja, sehr schön. Angriff. Wie sind da noch Ballistatürme? So, jetzt kommen auch meine Kanonen an. Sehr gut, dann sind auch die Leibeigenen gleich Geschichte. Oh, Vark, du schaffst es. Komm, bitte. Überlebe. Oh, Vark ist gestorben. Es ist ungünstig. Hat es fast geschafft. Na gut, wir haben noch ein paar Leute mehr. So. Die Motte steht immer noch, nicht die Truppen auswählen, verdammt Spiel. In dem Steinbergwerk hat niemand gearbeitet. Da sind noch 20.000 drin. Ha. Gar nicht voll. Oh, meine Kirche sollte mal wieder segnen. Auch wenn das wäre schön. Normal ist, kriege ich plus 60. Und ich habe es irgendwie geschafft, dass ich 45.000 Taler in den Endkampf reinzubrennen. Plus 60? Ja, wenn ich auf normale gehe. Wow, du hast echt viele Truppen. Ich habe 90 Hauptmänner. Was habe ich denn hier? Ah, warte mal, komme ich gar nicht mehr hin, ne? Doch. Ich habe nur 33, das ist ein bisschen weniger. Hast du gerade ein bisschen was ausgewöhnt gekriegt? Ja, stimmt, so ein paar Reiter, ja, ja. Aber das waren dann trotzdem nur 40 oder vielleicht 45. So super viel war es auch nicht. Okay. Die hatten keine Motte mehr. Was sie noch hatten, stehen hatten, waren noch ein paar Truppen, die ihre Burg. Nee, sie hatten eine Motte, aber die wurde gerade von unseren Kanonen einfach niedergeprügelt. Ja, ich meinte bei mir und bei den Grünen. Ach so. Bei den Grünen. Ja, die hat noch ein bisschen was stehen. Die hat noch ein paar Truppen, die an der Burgposition waren. Ach, cool. Stimmt. Die haben sich jetzt verabschiedet. Das könnte hier tatsächlich aber auch der Fall sein bei Hellgrün. Da müssen wir mal hochgucken. Bis in den Tod. Wo waren hier die Burgpositionen? Irgendwo hier oben, ne? Wo waren das? Ne, irgendwo hier. Ich glaube, hier war die Burg. Macht sie nieder. Mal schauen, ob da noch jemand steht.
Oh, Yuki ist auch gleich wieder mit am Start. Ja, klar, Yuki will's wissen. Ja, da sind tatsächlich noch welche. Ich glaub's ja nicht. Oh, da sind ja sogar noch einige Truppen hier. Sofort. Jawohl. Oh, Kanonen rollen direkt daher. Natürlich sind wir grausam böse, respektlos. Natürlich sind wir böse, grausam. So, die sind jetzt erstmal weg hier. Und eines Tages werden wir die Weltherrschaft ausreichen. Ja. So, Wag erledigt das erstmal hier. So, Yuki geht schon wieder hier richtig steil. Yuki geht schon wieder richtig steil. Klaro. Jetzt kriege ich den Zeitpunkt von null, weil ich nochmal drei Tops Reiter ausgebildet habe. Okay, warum nicht? Yuki, bring dich doch nicht immer um. Och, Mann. Es waren schwere Reiter involviert. Die verstehen da keinen Spaß. Nee. Ja, sind echt einige. Ach, die haben sogar noch ein Stadtzentrum da rumstehen. Ist ja krass. Aber ich finde, Wagt muss auch ganz schön was einstecken hier. Die leichten Reiter, die tun auch weh. Na, Wagt geht auch direkt zu denen hin. Der sagt sich auch, okay. Erstmal die leichten Reiter wegfrühstücken. Los, Angriff! Hallo? Die müsste ich ja schon längst sehen hier. Ja, genau, echt mal. Wagt hat die fast im Alleingang weggeballert, die leichten Reiter. Okay, gut. Stadtzentrum ist auch gleich weg. Dann haben wir's. Das wirkt soweit alles geschliffen. Ja. Gelb hat noch ein paar Zivilgebäude übrig, aber ehrlich gesagt. Gott, Zivilisten. Und was machen meine Leibeigenen da? Ich glaube, die hacken Holz. Haben sie einmal quer durch die ganze Siedlung getankt, um einfach ein bisschen Holz zu hacken. Okay. Jo. Schön. Ich denke, dann haben wir's. Dann können wir uns die Statis ansehen, die lustigen. Uiuiuiui, was ist denn da schon wieder passiert? Ah, oh, wir haben in den Kampfpunkten fast am Ende dann noch aufgetankt. Gegenseitig. Da hat meine kleine Großoffensive noch ein bisschen was nachgebracht. Oh ja, die hat noch ordentlich was gebracht. Ich glaube, die sagt aus, wie viele Truppen nicht immer durchgehend dabei hatte. Ich würde sagen, ja. Bei Großschatz ist schon. Vor allem am Ende natürlich richtig hochgegangen, ne? Heidewitzka. Gebäude. Bauernhöfe. Mhm. Ah, da hast du auch nochmal ordentlich was gebaut. Ja, irgendwie musste ich teilweise mehrere Bauernhöfe dazu bauen, weil die ganzen Bauern einfach gehungert haben. Die Bauern hungern immer. Jetzt hat es doch überhaupt noch eine gute Menge mehr. Ja, was ist denn da plötzlich? Ich hab die weggestampft, weil ich Platz für Soldaten brauche. Nee, bei mir am Ende, kurz vorm Ende. Hast du haufenweise. Ah, Ingenieur. Ja, Ingenieurbauwerke hier. Ah. Die Wetterkraftwerke. Ja. Fair. Ingenieurbauwerk. Soldat. Oh ja. Hui, schöne Wellen, ne? Hoch und runter. Ja. Also. Die Verluste, dann kommen sie, weil die Truppen einfach manchmal. Ja. Bajonett aufpflanzen, auf in den Kanonenturm. Also, ich muss auch wieder sagen, bei dir ist es echt immer. Du hattest mehr Truppen und wenn deine eingebrochen sind, hattest du dann weniger Truppen als ich, zumindest zweimal. Das waren die Reiterhorden. Ja. Die Reiterhorden, die immer. Die brechen dann halt ordentlich. Ja, das stimmt. Ich hatte ja nicht so viele Reiter dabei, ne? Das sind wir immer. Der Rest, der Grundstock, der stand ja irgendwie. Oh Gott, ey. Aber am Ende, da ging es nochmal richtig ab bei dir. Da, als das Dorfzentrum dann da war. Ja. Zusätzlich durfte danach wurden einfach noch gepumpt. Ja. Es hat auch mehr Ressourcen gleich. Dann ging alles raus. Muti habe ich schleifen lassen. Leibis, für Haus in Ordnung. Oh, vergessen. Ja, passt. Ja, das Übliche. Arbeiter. Oh, Arbeiter. Ja, ordentlich. Eisen. Da sieht man, dass ich da angefangen habe, einfach nur auch Truppen rauszuschmeißen, ohne wieder neu einzuhandeln. Oh ja, das stimmt. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt letztes überhaupt gehandelt habe. Muss ja irgendwo dann nochmal ein Knick sein, aber ja. Eisen lief tatsächlich am Ende nur noch über die Schmiede. Ich habe nur einmal Eisen eingehandelt und der Rest. Das ist ja eigentlich krass. Warte mal, wie viele Schmiedehütten hatte ich denn? Ich hatte nur drei oder so. Hat echt gereicht, um meine ganzen Reiter ständig zu versorgen. Reiter ja krass. Gehen damit eigentlich. Ah ja gut, Eisenschacht hat die natürlich. So ein Eisenbergwerk, das pumpt natürlich auch raus. Ja, krass. Totaler, habe ich auch weggebrannt, als es noch ans Rekrutieren alles ging. Weg. Steine. Steinmetze. Mhm. Schwefel. Ich habe Schwefel und Eisen, die glaube ich jeweils nur ein einziges Mal eingekauft. Ja, ich auch. Ah. Schwefel war ganz am Anfang, dieser süße kleine Buckel da. Taler und Holz habe ich ein paar Hin- und Herhandel gehabt. Ah, Holz habe ich am Ende gekriegt, okay.
Ich sehe, was da passiert ist. Minimal übertrieben vielleicht. Ganz bisschen. Okay. Zerstört Gebäude. 176. Kurz mal so eine kleine Stadt niedergerissen. Alles niedergeprügelt. Vandale. Vandalismus. Ich habe nur Gebäude verloren. Siehst du, wo hast du von mir zufällig welche eingerissen? Kann das sein? Kann sein, dass da vielleicht das eine oder andere Wettergrafik im Weg stand für meine Reiter, die sich dachten, ne, mach einfach Platz. Mal drüber gerannt. Okay. Oh so, ja, die Kills. Ja, da hast du am Ende auch richtig schön Schwung geholt. Heidewitzka. Und meine Verluste natürlich auch drastisch höher gegangen sind, weil ich halt nicht so viel auf Kanonen gesetzt hatte, sondern mehr auf Fleisch. Oh ja. Werft die Körper in die Masse und schaut, was passiert. Das, ich sag jetzt nicht zu Russland, aber ja, ne? Ja. Hey, wir könnten, es ist eine absolute Sowjet-Taktik. Ja. Absolut. Fair. Oh Gott, oh Gott. Die geörnten... geörnte Lehmen zusammen, okay, das passt, ist alles earned. Ah, man sieht, dass du Thaler am Ende runtergedreht hast, ja. Ja, an dem Punkt dachte ich mir einfach, okay, ich will nicht mehr viel beten müssen. Mhm. Der Glaube, das Wetter. Oh ja. Ja, waren vielleicht ein paar viele Wetterkraftwerke, die da rumstanden. Also. Das kostet mal so 2 Millionen Schaden ausgeteilt. Oh wow. Ja, die Kanonen, die übertreiben auch irgendwie immer, ne? Krass. Nun war mörderisch. Ja. Einheiten war tatsächlich am meisten davon. Okay, ja. Gebäude, ja gut, da hast du ja auch mehr zerstört dann. Deckt sich entsprechend alles. Ja. Zahl der Angriffe. Ich habe das Gefühl, da sind plötzlich ganz viele Schützen dazu gekommen, die ausgelastet sind. Wo könnte das denn herkommen? Most deadly entities damage. Okay, wer war das? Also bei mir irgendeine Kanone wahrscheinlich, die ganz am Ende noch was gerissen hat. Irgendeine Kanone, die zufällig von Anfang an überlebt hat, könnte ich mir vorstellen. Oder ein Trupp Aberlästen. Mary hat nie im Leben so viel gemacht. Nee. Es kann auch ein Trupp Aberlästen bei mir gewesen sein. Einer von denen, die am Anfang oben verteidigt haben oder so. Das kann auch noch sein. Das muss irgendwie ein Schützentrupp auch bei mir gewesen sein, glaube ich. Ja, kann gut sein. Ich glaube... Am besten in den langen Pause. Fliege verzieh dich. Warum tauchen jetzt die Fliegen im Winter auf? Das gibt keinen Sinn. Ah, vielleicht war es auch eine Kanone. Wer weiß es schon. Kills and losses. Letzten Endes haben beide wir noch beide sehr positiv gekämpft. Was soll man noch so einen kleinen Buckel zum Ende hin? Was da passiert ist. Ja. Heieiei. Verdammte Türme. Upgrades, Leute. Upgrades. Beziehungsgebäude. Oh ja. 52 Mauern hatte ich wohl. So, sehr schön. Und das Attraktionenlimit. Du hast sehr viele Attraktionen schon wieder in deinem Park gebaut. Schön. Ja, absolut. Technologischer Fortschritt. Ja, ich bin mal nicht dümmer als du. Nein, du hast mich am Ende noch überholt. Du hast noch was weiteres geforscht. Hast du eine Kaserne durchgeforscht gehabt? Ja, da habe ich zum Ende nicht komplett, aber ich glaube, die vorletzte Stufe bei den Lanzenträgern habe ich dann auch noch irgendwann reingehauen. Ja, ich habe nicht weitergemacht als irgendwas. Hatte ich überhaupt eine Kaserne stehen? Ich vermute nicht. Hatte ich eine Kaserne? Aber ich hatte ja Scharfschützentechnik, also passt das schon alles. Ja, genau. Stimmt, da habe ich geschlumpert. Ja, Kanonen waren ein paar. Und Bewegung. Ja, du bist erst viel hin und her gerannt, na klar. Und aber auch im Durchschnitt. Ja, das stimmt. Weil deine Leute natürlich auch durchschnittlich einfach gestorben sind, bevor sie weite Strecken zurücklegen konnten. Das ist wahr, aber hey, wir wissen ja, wie es ist. Wenn man es schafft, 5 Minuten im Kampf zu bleiben, ist man schon ein Veteran. Dann, ja, das stimmt. Dann ist man echt ein Veteran. Das gilt auch im richtigen Leben leider so auf dem Schlachtfeld. Genau. Leider. Da gibt man schon als Senior-Veteran, wenn man irgendwie mehr als 40 Sekunden nach dem Deployment überlebt. Ja. Oder sogar noch zurückkommt. Dann ist man halt echt Kriegsheld. Okay, das ist jetzt aber einfach nur utopisch. Ja, das stimmt. Commands. Ach Gott. Oh. Was ist da wieder passiert? Ach so, das geht doch. Ich hab's schlimmer erwartet. Ja. Okay, ja, die ganzen Trades hier. Okay. Mann, pro Minute hatten aber auch ein paar lustige Spikes drin. Oh ja, da muss ich auch wieder gucken hier. Oh, wir haben, 20 Leben? Ah, okay. Ja, ich hatte dir irgendwann 20 Leben rübergegeben. Da fehlte mir irgendwas anscheinend, oder, ja. Oder hast du nur 20 Leben gegeben? Irgendwo ist nur 20 Leben mal rübergeflossen. Ich glaube zu dir, weil ich erinnere mich noch, dass ich dir die 20.000 Eisen geschickt habe.
Das ist wahr, stimmt. Ah, und das Metaller geschickt zwischendurch. Okay, warum habe ich die 20 Leben geschickt? Ah, okay. Wir können ja ins Replay reingucken. Genau, was wir bestimmt machen werden. Ja. Wenn ihr wissen wollt, warum zur Hölle ich jemals 20 Leben an den Kopf geschmissen habe, schaut doch das Let's Play auf seinem Kanal. Oh ja. Genau. Also ich muss mir deine sowieso immer noch mal angucken. Da bin ich noch nicht durch. Deine Version, was du so mal alles Verrücktes reißt. Ganz schreckliche Dinge hauptsächlich. Wobei du es mir eine ordentliche Offensive direkt hingelegt hast, was natürlich dann dazu geführt, dass du am Anfang sehr viel zu töten hattest. Ja, das stimmt. Und da wurde ich auch ganz schön zurückgedrängt. Gott, Commands pro Minute sind echt schon wieder. Minuten bei den ganzen Sachen. Ah, Goldörn. Goldörn. Ach Gott, Schaden pro Minute ist immer. Das war die Festungseben. Teil 1. Punkt. Teil 1 Punkt, ganz wichtig. Aber ich muss sagen, eine geile Karte. Also hat Maxi echt eine coole Karte gebastelt. Vor allem, es war nicht so krass am Anfang, dass man dachte, Novator-Flashbacks, wir sterben einfach nur und es geht nichts. Sondern man konnte sich Stück für Stück nach vorne arbeiten. Das war sehr gut. Es war knackig, aber cool. Die nächste Karte ist im Tal des Nebels, Teil 2. Ah, das ist dann Teil 2. Okay, cool. Genau. Ja, das klingt doch gut. Im Nebel geschlagen werden. Oh Gott, nee, vielleicht klingt das doch nicht so gut. Ja, ich glaube, es läuft auf Kanonen hinaus. Wahrscheinlich, wenn wir dürfen. Ja, okidoki. Sehr schön. Aber schön, dass ihr auf jeden Fall alle dabei wart. Und wir haben schon wieder geschafft, mit der Statistik die Folge so wahnsinnig in die Länge zu ziehen. Das ist sehr cool, wir sind echt gut. Ja gut, wir haben es natürlich noch irgendwie so 6 bis 8 Minuten geklabustert. Das stimmt. Ist aber ja auch Folge 100. Von daher darf man ja auch was erwarten. Man darf sich ja auch mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und was Tolles machen. Genau. Ja, also denn, schön, dass ihr dabei wart. Hoffentlich auch wieder beim nächsten Mal. Und dann gucken wir mal, was uns dann erwartet. Achso, wissen wir ja schon. Aber wie es dann aussieht. Ja, genau. Was das für Nebelvolk damit uns genau, wird. Was die dann so anstellen. Also bis dann. Ciao, ciao. Cheerio.